Ich bin direkt hier am Heli. Ah ja. Was, Schicki putzt hier die Scheiben, was machst du? Ja. So, normal wird's jetzt schon heißen und tschüss, ne? Das geht ja wirklich aus nächster Nähe, das ist ja heftig, ey. Ja. Ich stell mich auch mal direkt hin. Ja. Gehst du kaputt hier? Gehst du kaputt? Steig mal aus und noch mal ein. Probier das mal. Lass mal stehen. Da lockt er nicht. Geh rein. Jo. Ja. So viel zum Thema. Oh ne, Moment. Wir sind aber noch hier über dem Meeresspiegel, ne? Wir müssen das noch mal unter richtigen Bedingungen testen. Ja gut, dann gehen wir mal zum Checkpoint, oder? Schreibst du das mit auf deiner Liste? Im Moment nicht, warte mal. Müssen wir das irgendwie ein bisschen festhalten? Ja, also das... Ah ja, stimmt, scheiße, die Werte. Das waren 560 Meter, glaube ich. Ja, das müssen wir gleich nochmal testen, hast recht, ich hab's jetzt nicht im Kopf mehr. Also das wissen wir ja jetzt, dass es so ist. Ich steig jetzt einfach mal. Bleib mal hier. Obwohl wir es ja eh auf Video haben, stimmt. Naja gut, dann machen wir es eben trotzdem nochmal. So, ich bin jetzt auf fast 400 Meter relativ. Okay, jetzt bist du weg. Okay, ich komme wieder runter. Also 400 Meter hat es noch gelockt. Versuch's mal nochmal. Ich stehe auch nicht genau unter dir, aber... Ja, ich bin jetzt ein bisschen zurückgeflogen. Ich komme eben näher an die Flagge ran. Nee. Jetzt. Ja, okay. Also 400 Meter. Ich schätze mal, die haben das genau auf 400 Meter gemacht. Kannst du mich jetzt anvisieren? Das müsste eigentlich gehen, denke ich. Ja. Ja, also bei 400 Meter ist so der Knackpunkt. Dann lass das mal noch hier in der Horizontalen messen. Also wenn du... Flieg mal hier Richtung US-Base. Ja. Auf dem Highway. Ja, habt ihr Sichtkontakt eigentlich? Naja, ich sehe dich. Ja, ich bin jetzt 300 Meter weit weg. Ich flieg mal weiter zurück. Hm. Boah, ja, der Baum. Sorry, aber Kästchen brauchst du so nicht mehr zu spielen, das ist... Ja, keine... So, warte mal, ich treffe dich jetzt direkt, ja? Was hat das jetzt gemacht? 20. Also hast du noch 80, okay. Jo, wenn ich jetzt mal ein bisschen so in die Nähe schieße... Okay, das hat gar nichts gemacht. 60. Also wieder 20, okay. Hm? 45. Okay. Das war noch 15. Okay. 25. 12. Okay. Also vorher habe ich teilweise eine ganze Ladung Rocketpots verballert. Die treffen ja auch da nicht alle, ne? Ja. Es ist ein bisschen effektiver jetzt. So. Hab ich einen Eindruck. Ja, auf jeden Fall. Also das merkt man sofort mit den Hydras, dass die gegen Infanterie viel besser sind. Shigira, du hast keine Reaktivpanzerung, oder? Moment. Warte mal, ich treffe dich mal mit einer Hydra. Ich will mal wissen, was doch, hab reaktiv schon. Wirklich? Okay. Ja. Hat das irgendwie Schaden gemacht jetzt? 96% habe ich, 4% Schaden. Jetzt? 93, also... Okay, ja, also 3. Noch weniger auf die Reaktivpanzerung. 89. Ist die Reaktivpanzerung noch komplett da?
Ja. Okay. Warte mal, wenn ich dich jetzt direkt von der Seite anschieße. Fünf Schaden. Warte mal, bleib mal so. Ich will dir mal was in den Arsch blasen. 88. Also direkt. 84. Okay, also. 79. Hydras lässt sich die Reaktivpanzerung irgendwie gar nicht beeindrucken, ja. Warte mal, wenn ich jetzt alles mal reinballere. Ist die Reaktivpanzerung jetzt da immer noch oder was? 32. Was mit der Reaktivpanzerung? Ist die noch da? Ja, ist noch da. Komplett, Alter. Aber auch in der Anzeige schon. Außen, ich sehe. Ja, ja, auf die, bei der Anzeige habe ich außen habe ich das auch nicht gesehen. Nur hinten war dieser Kuhfänger dran, aber an den Seiten nicht. Ja. Naja. Okay, also. Also mit den Hydras den Weg frei ballern, damit die TV trifft und Schaden macht, das funktioniert wohl nicht. So. Ich schau dir gerade mal zwei Hitziger direkt rein. Ja, okay. Mit dem Chat. Normal müsstest du jetzt auch direkt platzen. Nee, ich denke, das wird immer noch 90 Schaden machen. Boah, doch! Die erste Rakete hat mir bis auf 28 runtergeballert. Echt? Ja. Also viel testen stärker. Wir das nochmal mit einer jetzt erst. Ja. Was die abzählt. Ja, und dann hauen wir mal nochmal eine rein. Oh, wo bist du? Bei der Base. Habe ich jetzt noch. Okay. Warte mal, ich repariere das Ding und dann machen wir das nochmal. Ja. Ich gehe mal ein bisschen mit weiter Abstand. Das war eben auch vielleicht nicht richtig getroffen. Oben. Ah, da. Okay. So, eine. 59. So, warte mal, wenn du wieder auf 100 bist, sag Bescheid, dann drücke ich dir von vorne zwei Stück rein. Ja. Okay, ich hab wieder 100. So, ab geht's. Okay, reparier mal und das gleiche machen wir jetzt von hinten. Hattest du gerade Fullspeed? Vielleicht hat es auch was mit der Geschwindigkeit zu tun. Ja, das können wir jetzt auch mal testen, stimmt. Ja, 59, 19, wie gerade. Okay, das kann sie jetzt nochmal von hinten. Ich drehe mich mal eben um, ich gucke jetzt weg von der Map, ja. Ja, das war wieder dasselbe. Auf 59 zuerst und dann wieder 19. Ja, das war jetzt aber auch ein Fail von mir. Ich bin da noch reingecrasht. Erstmal die Entfernung testen. Erstmal gucken die Entfernung. Ja, warte mal. Ich gehe mal eben zum A-Checkpoint, ja? Und dann guckst du mal, wie weit das weg ist. Warte, jetzt bin ich aus der Reichweite. Okay. Ja, da musst du mal gucken, was das. Also jetzt, ja, jetzt bleib auf der Posi. Bleib auf der Posi. Ah, ich bin jetzt. Ich rutsch jetzt leicht nach hinten, warte mal, ich muss ein Stück nach vorn. Ja, ca. 480 Meter, lass mich nochmal, warte da. Muss mal schauen. Weil das Ding, das ist total unpräzise, das braucht man länger. Also ich krieg dich noch so. Um die 505 Meter. Okay, also hat das irgendwie eine höhere Reichweite als das Dinger, hätte ich jetzt nicht gedacht. 495 bis 505. Okay. Oder nee, warte, ich krieg dich auch bei. Warte mal, ganz vorsichtig. Ja, ich bin nicht genau über der Flagge, Moment, ich gehe ein Stück nach vorne. Ja, alles klar, Moment, warte. So, jetzt ungefähr, jetzt müsste das so. Ja, Moment. Ja, 520 bis 530 Meter. Okay. Ja.
guck mal, was das für einen Schaden macht. Ach so, okay, Moment. Ja, ich wollte. Ich sag mal frontal, oder? Frontal. Ja. 59. Also genau wie bei den Jets, okay. Ja gut, und als also 41 Schaden. Ja, und als der Deserteur mich von hinten getroffen hat oder von vorne, das war derselbe Schadenswert. Die Geschwindigkeit hat auch keine Rolle gespielt. Mach nochmal von der Seite. 32 von 71 sind 28, 29, oder nicht? Das ist nochmal 29 Schaden von der Seite. Oh, ich brenne. Muss landen. Nein! Das geht schneller, wenn du dir einen neuen holst. So, Moment, jetzt. Ja, 15 Schaden. 6 Schaden. Ja, ich hab die zweite auch nicht richtig getroffen. Und aber hast du mal die Gun getestet? Die ist viel böser. Ja, gegen Jets ist sie auf jeden Fall merklich besser geworden. Das haben wir aber noch nicht konkret getestet. Ja, flieg mal auf uns zu. Also warte kurz, wir müssen... Aber die Gun ist ja nur besser geworden gegen Helis und Jets, ne? Gegen Imps ist sie ja immer noch gleich. Ja, ja, aber flieg gleich mal auf uns zu. Ja. Also, wenn wir hier irgendwie einigermaßen in Luft stehen. Ja! LOL! Geil, hab ich gesehen! Es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich. Ja gut, testen wir mal die Gun. Haut mir mal eine Kugel rein nur. Ups. Ja, 3 hat es abgezogen. Ja, rausgeschossen. Ah, ja, mit den Hydras, ne? Ja. Ja, Fahrer. Also, kannst du dich gleich einmal kurz hinstellen, dass wir einmal auf den Jet schießen können? Da ankommen. Genau. Der ist irgendwo links von uns. Ja, kommt von links. Vor uns. Was seid ihr? Was meinst du? Ah. 12 habe ich nur noch. Ja, der war schon angeschlagen. Erstmal reparieren. Das kommt, kommt's eigentlich auch auf die Entfernung an, von der Schadensausgabe hier bei Fahrzeugen? Weiß nicht, ne. Ja. 89 habe ich noch. Wie viele waren das? Ich glaube 2, oder? Ein Schuss. Ein Schuss? Noch ein Schuss. Okay, dann waren es... Okay, es sind 11. Ja genau, irgendwie sowas hatten wir gestern nämlich auch geguckt. Und guck mal, dann brauchst du... Ja stimmt, 11 Schuss hatten wir gesagt, 9 Treffer und dann bist du am... Ah. Ja, dann warte mal. Was, 9 Treffer und dann? Ich hab jetzt genau 100, dann gib mir mal 9 und dann werde ich ja wohl down sein. Nein, dann hast du noch einen. Jo, das ging schnell. 9 Treffer, dann war's das. Also bevor du angreifen kannst du mit der Stu nicht mehr. Kannst du. Okay, und beim Jet und beim Heli ist es derselbe Schaden, den die Gun verursacht, oder? Nee, beim Heli ist nicht so schlimm. Sowieso machst du mit dem Havoc ja viel, viel mehr Schaden als mit der Viper. Ja, Moment mal. Ich stell mich mal hin und dann treff mich mal einmal mit der Gun. Ja. Oder? Also, das hat 3 abgezogen. Jetzt nochmal. Nur 1. Jetzt hat es wieder 2 abgezogen. Also ist das jetzt. Ja, das macht fast keinen Schaden. Aber schieß mal auf uns. Mit der Gun. Ja, ich kann nicht so hoch zielen. Das waren 2. 15 Schaden. Das waren 2. 15 Schaden. Ja, dann 7 Schaden. Oder 8. Das waren wieder 2. Das war einer. Ja, du machst halt im Ganggefecht kannst du es total knicken mit der Viper. Alter, dann du Schweine. Okay. Ganggefecht kannst du total knicken mit der Viper. Dann macht dich der Havoc so alle. Okay, also das habe ich echt ohne Scheiß nicht gewusst, dass die Havoc Gun irgendwie stärker ist. Das hatte ich überhaupt nicht gedacht. Wie viel ist der Unterschied? Das ist auch ein bisschen random, aber der größte Vorteil ist halt, dass du ihn so schnell aus dem Kopf ballern.
Also bis der... Wenn du eine Salve ordentlich, triffst, war es das mit der Viper. Ja, also die Cobra hat... Ob du ihn rausschießt, ob du ihn kaputt schießt, ist egal. Die Cobra hat 3 Schadenspunkte gemacht von der Gun und der Havoc, was war das? Ich weiß es nicht mehr. 8, ja. Also, okay.